Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Wir haben hier ein riesengroßes Problem gerade laufen. Hier geht das los, okay. An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. Okay, wir haben ein bisschen spät reagiert. Das hätte ich in der letzten Folge schon tun sollen. Dass wir hier eine Bürgerevakuierung durchführen. Hier haben wir leider gar nichts zum Evakuieren. Und hier werden gerade große Teile der Stadt geflutet. Auch hier im Übrigen. Hubschrauber müssten eigentlich auf dem Weg sein, aber das war's auch schon. Wir lassen mal die Leute wieder nach Hause gehen. Boah, 647 Bürger sind gestorben. So. Okay, wir müssen hier mal ein bisschen aufpassen. Ich muss nämlich jetzt relativ schnell handeln, sonst sind wir irgendwann nicht mehr handlungsfähig und das wäre extrem unglücklich. Wie schaut's hier aus? Ist das alles noch da? Okay, uns hat's hier den ganzen Stadtanschluss zerlegt. Das hat uns den Fährhafen zerlegt. Denn das ist nur das Depot. Und die halbe Stadt steht unter Wasser. Lass ich mich mal ganz kurz gucken. Haben wir überhaupt einen Pumpendienst damals gebaut? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier hinten schon. In unserem, bei unserem Kernkraftwerk müsste, glaube ich, so ein Gebäude sein, oder? Ne, das sind nur Taxis. Ich weiß nicht, ob wir einen Pumpendienst haben. So, hier sind Feuerwehren im Einsatz. Das ist gut. Okay, wenn wir nicht wissen, ob wir einen Pumpendienst haben, dann ist es auf jeden Fall schwierig. Wir haben eine Straßenmeisterei hier. Ich glaube, es gibt hier gar keinen. Gibt es hier einen Pumpendienst? Ah ja. Nicht genügend Geld. Ja gut, dass das Ding teuer ist, ist ja auch logisch, ne? So, ich hoffe, das beruhigt sich hier alles langsam wieder. Ich weiß es nicht. Doch, da fahren Pumpenfahrzeuge. Okay, wir haben auf jeden Fall einen. Okay, wir sind schon wieder mega pleite. Okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir nutzen unsere Möglichkeit, indem wir noch weiter sparen. Hat uns aber bisher nicht viel geholfen, muss ich dazu sagen. Oder aber wir gehen her und sagen, okay, pass auf. Wir wissen, dass es gerade schwierig ist. Wir erheben jetzt einfach eine Notsteuer. Ich will aber an die Steuern eigentlich nicht ran. Wir könnten jetzt Folgendes tun. Wir könnten jetzt die Feuerwehren weiter besparen, um einfach nochmal ein bisschen zu Geld zu kommen. Weil wir haben jetzt echt gerade fast 10.000 Einwohner verloren. Insgesamt mit allem drum und dran. Und hier haben wir enorme Probleme in dem Stadtteil hier. Da haben wir wirklich... Da haben wir geringer Bodenrichtwert. Woran löst sich das? Ja, weil die nicht angeschlossen sind an die ganze Stadt, oder? Ja. Okay, pass auf. Weil hier, das haben wir zwar nachgebaut, ja, aber hier ist ein Stück Straße kaputt. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes.
Wir erhöhen die Steuern um 1% bei allen. In der Hoffnung, dass wir die jemals wieder senken können. Weil man gewöhnt sich dummerweise an sowas relativ schnell. So, wir nehmen dann nochmal ein Darlehen auf und noch ein Darlehen. Jetzt sind wir völlig abhängig davon, dass das funktioniert. Dann reparieren wir diese Straße und diese Straße und die auch vielleicht noch. Bauen hier unsere Straßen wieder auf. So, hier hat sie ja noch relativ gut hingehauen. Dann bauen wir hier unsere Straße wieder auf. Hier die Anbindung auf jeden Fall. So, das kommt jetzt auch wieder nachträglich dazu. Hier werden wir weiterbauen. Hier kommen Wohnhäuser her. Wir haben jetzt den Fährhafen verloren. Der wird auch noch mit aufgebaut werden. So, Fährhafen. Oder war das ein Hafen? Ich glaube, es war. Wir haben da irgendwie fehlerhaft einen Hafen hergeschaufelt. Können wir das noch hinbiegen? Warte mal. Dann bauen wir jetzt hier nochmal die Straße auf. Okay. Packen hier Wohnhäuser her. So, dann kommt jetzt hier nochmal dieser Anschluss her. Dann kommt diese Stromleitung auf jeden Fall hier rüber. Damit wir den Saft hierher kriegen. So, jetzt sollte das alles wieder anlaufen. Die U-Bahn bauen wir wieder auf, damit die auch wieder läuft. Wie schaut es mit dem Rest der U-Bahn aus? Rest ist gut. Fährhäfen. Wasserleitung. Irgendwas hat es mit der Wasserleitung auf sich, ja. So. Okay, das schaut gut aus. So, auch hier haben wir einen enormen Kostendruck. So, die fahren jetzt alle wieder los. Jetzt müssen wir noch gucken. Die haben natürlich jetzt alle keine Ansatzpunkte hier mehr. Das macht aber auch nichts. Ich will eh das hier ein bisschen weniger stauig haben. Okay. Hier ist eine Brücke kaputt. Auch das kriegen wir wieder hin. Ja. Soweit erstmal so shiny, würde ich sagen. Hier hinten ist auch noch einmal was kaputt. Eine Gondola. La Gondola. So. Wie ist denn das jetzt? Wie habe ich denn das damals gemacht? So. Jetzt sollte das wieder klappen. Ja. Damit ist der ganze Stadtteil wieder angebunden. Damit sollten wir auch da wieder deutlich mehr Entlastung herbekommen. Weil hier, ihr seht ja schon, da wurde nichts bedient an den Gondeln hier. Das ist nichts gelaufen in der ganzen Zeit. Wobei hier natürlich schon welche da waren. So, jetzt kommt erstmal Folgendes. Jetzt haben wir ja diesen ganzen Stress eigentlich nicht mehr. Nee. Okay, wir lassen es einfach mal. Das können wir im Zweifel weiter ein paar Millimeter weiter hinten hinsetzen. Warte mal, ich mach das mal. Pause. Ist natürlich hier der Kai gerade ein bisschen im Weg. Den könnte man ja wirklich hier hinterschieben.
Warte, warte, warte. Ich komme aus dem Menü nicht mehr raus. Hängt er gerade? So. So, machen wir das so. Okay. So. So. Jetzt die Flussgeschichte nochmal hier rüberlegen. So. Warte mal, hier hängt doch ja irgendwo einer. Ja, hier. Okay. Das können wir auch nicht mehr löschen, oder? Nee. Ist ja auch jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das hier wieder läuft. Weil dann kriegen wir das nämlich auch wieder auf die Reihe. Okay. Ah, hier ist nochmal eine ganze Ecke von der Stadt im Eimer. Da können wir aber durchaus nochmal ein Auge zudrücken. So. Stopp, wir haben ja das Wichtigste vergessen. Und zwar, wir machen jetzt den Weg hier nochmal kurz weg. Ich weiß, den haben wir mühevoll in Kleinstarbeit, haben wir den aufgebaut. Aber das macht jetzt gerade nichts. Ich muss dieses ganze Gefrett wieder hinbekommen. Ich habe jetzt irgendwie gerade ein paar Bugs im Spiel. Dass ich gewisse Sachen einfach aus manchen Menüs nicht mehr herbekomme. So, okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier nochmal wegbauen. Nein, das geht halt jetzt so nicht, weil das auch echt heftig hoch ist, ne? Schauen wir mal. Ich muss bloß diesen einen Punkt hier erwischen, genau. Warum ist dieser Ort bereits belegt, ne? Warum ist der belegt? Das wäre doch prädestiniert für so einen Ansatzpunkt. Oder mag der den jetzt hier einfach gerade nicht mehr? Huh? Der mag diese Linie einfach irgendwie nicht mehr. Warum nicht? Jetzt geht's. Hä? Erklär mir das mal einer. Das ist ja Wahnsinn. So. Wie gesagt, hier kommen kleine Wohnhäuschen her. Sollte auch für die Leute eine ganz nette Geschichte sein. Aber jetzt gucken wir mal. Wichtig ist jetzt in erster Linie jetzt erstmal, dass hier schnelle Fahrzeuge kommen. Wie wir das hier machen, das wird auch nochmal eine große Frage werden. Aber die stellen sich wann anders, nicht jetzt. So. Okay. Kurzer Blick. Ja, die kommen hier relativ lang her und schnell runter. Leider sind die hier außer ohne Strom. Das heißt, hier wird wahrscheinlich keine Haltestelle durchgeführt werden. Na doch, aussteigen geht. Na, ist immerhin etwas. Ist ein bisschen was gewonnen schon mal. Aber immerhin. Wir arbeiten dran. Ist schon auch hart an der Grenze, diese Brücke hier. Ziemlich gestürzt aus. So.
Ich bin auch gerade ein bisschen bestürzt, muss ich dazu sagen. Alles ein bisschen schwierig. Schwierig. So. Okay. Wir haben viele verlassene Wohnungen. Das ist ein anderes Problem gerade. Der Zufriedenheitswert ist allgemein trotzdem gut. Waren ist gerade ein bisschen wenig, ne? Also hier fahren wenig Züge hochwärts. Das entlastet uns gerade an dem Bereich hier auch ein bisschen. Also langsam baut sich hier dieser ganze Zugstau auch ein bisschen ab. Ich sehe ja auch gerade keine neuen Waren. Doch, jetzt kommen wieder neue Waren ran. Aber da kam jetzt ein Zug und in der gleichen Zeit sind drei rausgefahren. So hätte ich das gerne dauerhaft. Wobei ich nicht glaube, dass wir so lange Glück haben, dass das ewig bleibt. Ich glaube, das dauert, das pendelt sich jetzt bald wieder alles ein. Es kommen auch sehr, sehr viele neue Leute in unsere Stadt. Das ist eine generell wichtige Sache, auch eine wichtige Angelegenheit gerade. Aber wir werden sehen. In der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen, meine Lieben. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.